Abschalten! Abschalten! Atomkraftgegner machten heute bei einer Mahnwache vor dem Kernkraftwerk Philippsburg noch einmal klar, die Gefahren der Atomkraft sind weiterhin groß und die Endlagerfrage beim Atommüll bleibt ungelöst. Doch ansonsten war es für sie heute ein Freudentag. Mitglieder der Anti-Atom-Initiative Karlsruhe und des BUND feierten das bevorstehende Ende der Kernkraft in Baden als Erfolg ihres jahrzehntelangen Kampfs. In Baden hatten wir 6 Atomreaktoren und die sind jetzt stillgelegt und Feierabend. Und damit ist die Bedrohung der Region immer noch vorhanden durch die bestehenden hochaktiven Lager. Sie ist durch die mittelaktiven Müll. Aber in der Dimension eines Super-GAUs, das ist nun nicht mehr möglich. Doch die geplante Abschaltung von Philippsburg rief auch Gegner auf den Plan. Mitglieder des Pro-Atomkraftvereins Nuklearia kritisierten die Stilllegung als falsch. Sie forderten, Kernkraftwerke länger laufen zu lassen. Die Atomtechnologie sei unverzichtbar im Kampf gegen den Klimawandel. Emissionsfrei und sauber und sehr kompakt, wenig Landschaftsverbrauch, das ist die umweltfreundlichste Energie in unserer Ansicht. Die Atomkraft bleibt auch in Zukunft ein heftig umstrittenes Thema. Fakt ist, dass nach 35 Jahren die Ära der Kernkraft in Philippsburg zu Ende geht.